Bevor wir uns in den wärmeren Süden absetzen, wird's erst noch richtig kalt. Minus 21 Grad warten auf uns im Bryce Canyon National Park. Das sind zwar nicht gerade wirklich unsere Wohlfühltemperaturen, aber den Bryce wollen wir uns schließlich nicht entgehen lassen. Wir haben es im letzten Video ja schon erwähnt, aber wir sind gerade etwas reizüberladen. Das Tempo war hoch und wir brauchen eigentlich mal wieder ein paar Tage Pause zum Erholen. Gut wenigstens, dass hier aufgrund der Saison kaum etwas los ist. Mehr als gedacht, aber ich glaube, wir haben den Park fast für uns allein. Kalt. Also, heute Bryce. Schon mal von Weitem schön aus. Gott sei Dank geht kein Wind, sonst wäre es, glaube ich, noch kälter. Aber ich glaube, gerade sind so minus 7, minus 8 Grad. Aber da müssen wir jetzt durch. Kann man ja nicht sagen. Kann man ja nicht sagen hier. Quietscht der Schnee. Queen's Garden Trail, da gehen wir jetzt runter. Und dann haben wir noch Peekaboo Loop und dann wieder hoch. Okay. Wie man sieht, sind auch im Winter die Wege bestens präpariert. Das heißt, auch ohne Schneeschuhe oder Spikes kommt man hier gut zurecht. Der Nachteil ist, ja klar, die Kälte. Aber nein, ich meine eigentlich, dass man im Winter nicht noch weiter in den Nationalpark hineinfahren kann und so eventuell ein paar weitere schöne Slot Canyons verpasst. Wir geben uns aber auch mit dem, was wir hier sehen dürfen, mehr als zufrieden. Der Bryce Canyon wurde nicht durch einen Fluss gebildet. Er ist damit kein Canyon im eigentlichen Sinne, wie zum Beispiel der Grand Canyon. Wind, Wasser und Eis erodierten die Kante des Plateaus zu großen Amphitheatern mit bizarren Felsnadeln, sogenannte Hoodoos. Diese Felsnadeln erreichen eine Höhe von bis zu 60 Metern. Die so entstandenen Amphitheater erstrecken sich über eine Länge von über 30 Kilometern. Das größte trägt den Namen Bryce Canyon. Es ist nahezu 5 Kilometer breit, 19 Kilometer lang und fällt über 240 Meter gegenüber dem Plateau ab.
Nach einer Nacht mit minus 21 Grad Celsius wachen wir am nächsten Morgen neben dem Subway unweit des Parks wieder auf. Romantische Stellplätze gehören manchmal schließlich zum Reisen dazu. Bei durchlaufender Heizung haben wir morgens immerhin 19 Grad in der Kabine. 40 Grad Unterschied. Schon irre. Über einen richtig schön beschneiten Pass geht es weiter Richtung Arizona und schließlich Nevada. Nächster Stopp ist für uns das Valley of Fire. Zumindest der Name klingt schon mal nach etwas mehr Wärme. Krass, gestern noch voll im Schnee, minus 10 Grad und jetzt hier in der Wüste mit Palmen. Wir wollen uns mal ein paar Tage Pause von allem gönnen, um die Eindrücke der letzten Wochen ein wenig zu verarbeiten. Das heißt, Kamera aus, Sonnenstühle raus, lesen, ein bisschen spazieren und sonst nichts. Hin und wieder sind solche Auszeiten äußerst wichtig, weil der Kopf sonst einfach nicht hinterherkommt und das Reisen sich nur noch anstrengend anfühlt. Die Pause hat also richtig gut getan. So, wir sind im Valley of Fire angekommen. Da ist heute erstmalig ein bisschen was los, also alle Parkplätze voll. Wir haben den letzten bekommen und jetzt machen wir mal einen kleinen Hike hier. Vor 3 Tagen minus 20 Grad. Jetzt fast plus 20. Und jetzt fast plus 20 im Shirt unterwegs. Angenehm. Ja, das war jetzt langsam mal notwendig, ein bisschen Wärme. Die Farben sind noch schon wieder komplett Banane hier. Nee, eher Apfel. Ho! Hier ist die sogenannte Fire Wave. Also, so heißt, glaube ich, das. Ding hier. Der Kram. So, es ist soweit. Weste ausziehen. Es ist einfach zu heiß. Ich will ein T-Shirt. Ich habe nicht gedacht, dass es so warm ist. Das ist echt wieder super coole Gegend. Das ist voll irre. Da haben wir Gelb, da haben wir Pink und da haben wir Orange. Die Farben sind echt krass hier. Steil. Geht schon. Meinst du, kommen wir da hoch? Ja, ja. Ein bisschen die Kurve gehen. Sind zurück. Da steht Yoda jetzt. Schauen wir mal, dass wir da noch auf diesen Hügel raufkommen. Für einen letzten Aussichtspunkt. Und dann fahren wir weiter. Wir sind vorhin am Lake Mead angekommen, auf unserem Stellplatz, haben jetzt geduscht und wir haben gehört, dass es hier einen ganzen Haufen Kojoten geben soll. Hört euch das mal an.
Am nächsten Morgen kriegen wir die Kojoten dann sogar noch vor die Linse. Sie klingen ja irgendwie gefährlich, aber wenn man sie zu Gesicht bekommt, wirken sie eigentlich recht putzig. Sie ist soweit, wir ziehen mal wen raus. Der hat sich da mit seinem Wohnmobil festgefahren. Hatte Glück, dass wir gerade vorbeikommen. Aber den bergen wir mal. Hast du doch schon drauf gewartet, ey. Yes. What's your YouTube channel? It's named Yoda Travels. I give you a sticker. Yoda Travels. What? I think I've seen y'all before. Really? Yeah, easy. Well, hatten nicht viel Glück, ne? It's from Merry Christmas. You know, it's funny, when I was in the military, especially when I was in Germany, I used to pull people out of the time. And I said, you know what, never wants to go through there, ever get stuck. Then I get out of the military and... Yeah. Nice! That was very quick. Erstmal lustig, super easy, einfach einen Crawler gegeben, ein bisschen Gas gegeben. War deutlich einfacher als gedacht. Aber naja, easy. Der Lake Mead, an dem wir die letzten Nächte verbracht haben, ist mit 35 Kubikkilometern der größte künstlich angelegte See der Vereinigten Staaten. Hier wird der Colorado River, den wir in letzter Zeit sehr häufig zu Gesicht bekommen haben, am Hoover Dam gestaut. Das wollen wir uns doch glatt mal genauer anschauen gehen. Sieht vor allem so richtig krass, wie wenig Wasser da noch drinnen ist. Und ich habe gestern gehört von einem Camper, der uns angesprochen hat, dass sie überlegen, den Lake Powell, der ja auch einen Staudamm hat, einfach den Damm zu öffnen, dass das ganze Wasser hier runterkommt, dass sie wenigstens an einem Ort noch Strom produzieren können, weil hier schon so wenig Wasser drin ist, dass es schon immer schwerer wird, Strom zu produzieren, das gleiche Problem haben sie oben. Und überlegen sie, das einfach zusammenzulegen. Das ist krass. Ultra kranke Bau. Die Natur in Nevada, Arizona und Utah hat uns in den letzten Wochen wirklich beeindruckt. So viele Einzigartigkeiten an einem verhältnismäßig kleinen Fleck findet man so wahrscheinlich kein zweites Mal.
Auch wenn es sich wettermäßig und durch das Reisen irgendwie gar nicht so anfühlt, ist es mittlerweile kurz vor Weihnachten. Die Festtage werden wir so richtig untypisch in Las Vegas verbringen. Was uns da erwartet, zeigen wir euch in der nächsten Folge.